Zedernüsse, super für die Babys, für die schwangeren Frauen. Zedernussöl genauso gut für schwangere Frauen, für Babys und für alle Menschen. Viele Menschen haben Angst vom absolut natürlichen, lebendigen Stoff aus der Natur und haben überhaupt gar keine Bedenken beim Mischungen aus Supermarkt und hinterfragen sich nicht, welche Auswirkungen gibt dieser Stoff oder Mittel. Aber beim Zedernüsse, das ist Lebensmittel aus der Natur, beim Zedernussöl wird an mich oft Frage gestellt, darf man das Kinder geben? Darf man als schwangere Frau nehmen? Meine Liebste, natürlich, ich war auch vor kurzem schwanger und ich habe meine ganze Schwangerschaft fast nur Zedernmilch getrunken, auch Zedernussöl getrunken. Beim Stillen habe ich das weitergemacht. Auch mein neugeborenes Kind habe ich Zedernmilch gemacht, weil ich habe kurz zu wenig Milch bekommen. Und jetzt mein kleines Babylein trinkt gerne so Zedernmilch. Ich mache daraus auch Kakao, mische da ein bisschen Kakaopulver. Und es ist absolut vollkommene Mittel. Ich sehe, wie gut tut es mir. Ich sehe an meine Kinder, wie tut es denen gut. Vom ersten Stoffwechselprozess laufen so schnell, man kann so gut auf die Toilette gehen, gleich in der Früh. Wenn du Zedernmilch getrunken hast, gehst du sofort aufs Klo, ohne Probleme. Und ich würde auf jeden Fall alle motivieren und erraten, Zedernussöl jede schwangere Frau geben, jede stillende Mutter. Weil gerade in dieser Zeit dein Körper braucht so viele Stoffe, so viel Energie, so viel lebendige Nahrung. Und das ist das. Und beim Babys, ab 6. Monat in Sibirien, würden Kinder vollkommen ernährt durch Zedernmilch, wenn die Mutter verliert, der Muttermilch. Und das ist Beispiel auch, kennen sehr viele Ärzte in Russland. Es ist bekannte Mittel, es ist nicht nur sag mal, Wildapotheke aus Sibirien. Das ist ganz normale, bekannte Mittel in Sibirien, in Russland. Und beim kleinen Kinder, wenn du überlegst, Zedernussöl, der hat Konsistenz absolut ausgeglichen. Und du gibst ein Mittel, welche lebendig. Wenn du im Supermarkt irgendwelche Knabberzeug kaufst für Baby ab 6. Monat, ich habe da Beispiel Mais so gesehen, da fragen die wenigsten Leute, ob das ist richtig gut. Aber beim Zedernussöl fragen sich, naja, da fragt man sich schon, ja, auf jeden Fall vertraut ihr bitte mehr Natur. Ich weiß, dass immer weniger darf man vertrauen in die Mittel, welche im Supermarkt zu finden sind und soll man lieber selber alles machen, weil dann weißt du ganz genau, was ist da drinnen. Und deine Intuition, dein Körper zeigt dir, ob das ist gut für ihn oder nicht. Das ist die beste Antwort, wenn dein Körper strahlt die Energie, strahlt absolute Gesundheit, strahlt Wachstum und Freude, gute Stimmung, weil es bekommt einfach alles. Okay? Also, wie gesagt, ich habe aus eigener Erfahrung kann sagen, dass sehr gut Zedernussöl zu nehmen. Also ich nehme immer noch 3 Teelöffel am Tag. Ich trinke 2 Liter Zedernmilch am Tag und kann auf andere Nahrung verzichten, komplett, weil Zedernüsse haben alles. Und mein Kind oft isst nichts, aber isst Zedernüsse und trinkt Zedernmilch und Muttermilch noch. Und so ist bei uns, läuft super toll. Und wie gesagt, Kinder wissen selber, was für denen gut, die verlangen schon. Wenn es natürlich die Erwachsenen bieten, diese Plattform, Kinder
Set zu wählen, was die quasi nicht alles bieten aus Fertigprodukte, sondern bieten alles. Du kannst gekochte Sachen stellen, du kannst rohe Sachen stellen und das Kind nimmt das, was ihm am besten für sein Wachstum. Und du wirst sehen, kleine, ganz kleine Kinder wählen immer Rohkost, immer rohe Gemüse. Und wenn du nicht gerade Süßigkeit anlernst dem Kind, dann würden die getrocknete Früchte wählen und solche Sachen. Also alles Gute, mach's gut, ciao.